Du bist zu spät. Du bist zu spät, wach auf. Du verpennst schon am ersten Tag, wie bist du drauf? Tja, Kaffee ist bei dir wohl nicht mehr drin. Hier an der FH Kufstein. Und ich stehe da, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Genau das, was ich für heute eigentlich vermeiden wollte. Sport, Kultur- und Veranstaltungsmanagement oder SKVM. Worauf habe ich mich da bloß einlassen? Ist es das, was ich will? Oder was will ich eigentlich? Na, da hat sich wohl jemand in der großen Stadt verlaufen. Guten Morgen, bitte suchen Sie einen Platz. Ja, meine Damen und Herren, da wir jetzt offensichtlich alle vollzählig sind, darf ich Sie nochmal herzlich begrüßen an unserer Fachhochschule hier in Kufstein. Das Besondere an Ihrem Studiengang, unserem Studiengang Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement, ist die Kombination dieser drei Bereiche, die Sie so in diesem Zusammenhang im deutschsprachigen Raum sicherlich nirgendwo mehr finden. Hey, also, so wie sich gerade alle angeschaut haben, kennt dich jetzt jeder. Ja, das ist eh normal in der FH, da kennt sich nach ein paar Tagen eh jeder. Die ist aber auch recht klein, die FH. Hier ist bloß 1000 Studenten, da läuft alles etwas familiärer ab. Ja, es passt doch eh, gemütlich und kuschelig in Tirol, oder? So noch nicht gehört haben, Sport- und Kulturwissenschaften, Mathematik, Mikroökonomik, Betriebswirtschaft, alle möglichen Fächer, die dann dazu führen, dass sie im ersten Semester schon 11 Klausuren zu schreiben haben. Aber das werden sie schon schaffen. Alle weiteren Vorlesungen dieses Tages entnehmen Sie bitte Ihren Unterlagen. Damit schließen wir für heute. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Wozu sind bitte so viele Vorlesungen auf Englisch? Ja, unsere Nationalität wird hier schon groß geschrieben. Und ich denke, das Auslandssemester ist es dann auch nicht verkehrt. Hey, hallo ihr beiden. Ist schon was vor heute im Abendprogramm? Neuland im Innotech-Gebäude. Da schaut's vorbei, gell? Super, danke. Danke, ciao, servus. Roman Fraser. Hey, servus. Hey, Svenja. Ich bin Snowboarden, oder? Das Skigebiet ist ja bloß 15 Minuten weg von der FH. Und da kann man auch mal am Nachmittag gehen, wenn es den Stundenplan zulässt. Das ist überhaupt eine tolle Gegend für Bergsport. Warte erst mal im Sommer ab. Packen wir es nochmal auf. Ja. Hey, mach einfach Buddy für einen Austausch Studenten. Da kriegst du die besten Kontakte und kommst auf die multikultigsten Partys. Und außerdem, wie läuft's mit der integrativen Fahrstudie? Du betreust doch dieses Filmprojekt, oder? Du, das ist unglaublich. Die Studenten sind so motiviert. Ich bin selbst ganz hin und weg. Von diesen Praxisprojekten habe ich auch gehört. Da können wir dann im dritten Semester unsere eigenen Sport- und Kulturprojekte machen. Dann ist das Lernen auch nicht mehr so trocken. Ja. Nur der Kaffee hier, der kann echt mal gar nichts. Probier mal. Ja, also, ich muss jetzt mal weg. Projektmanagement. Bachelorarbeit. Economics.
Überflutung pur, was? Du wirst schon sehen, das wird sich bald alles eingependelt haben. Aber um das geht's doch gar nicht. Aber worum geht's denn dann? Um die Frage, ob ich hierher passe oder nicht. Kann es vielleicht sein, dass du einfach Angst hast? Wovor? Naja, jeder hat doch am Anfang seine Zweifel. Ist das überhaupt das richtige Studium für dich? Oder hältst du es in Kufstein überhaupt aus? Wo soll dich das überhaupt hinführen? Aber wenn du ehrlich bist, du wolltest ja die ganze Zeit schon was Neues. Schon, aber... Ja, nichts aber. Lass es doch einfach auf dich zu. Stellst du das so einfach vor? Aber vielleicht hast du ja recht. Na, natürlich habe ich recht. Okay. Dann bleibe ich. Ja, dann können wir jetzt gehen. Okay. Geh mal. Desert storm, no global warm, no flat TV, no bakery, no bad news, and no sad blues. Me, seriously, stop. I will beat you up. No problem.